Morgen, liebe Geschwister. Seid ihr fit? Seid ihr bereit zum Gebet? Halleluja. Ja, ich glaube, es gibt keinen besseren Ort am Samstagmorgen um 7.30 Uhr, als vor den Herrn zu treten. Und dafür wollen wir dankbar sein. Genau. Zu Beginn wollen wir Psalm 100 proklamieren. Jauchzt dem Herrn, alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut und seine Gnade währt ewiglich. Und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja. Ich finde es ein wunderbarer Psalm, um ins Gebet einzusteigen. Genau, weil es uns einfach in Erinnerung ruft, dass wir mit Lob und Dank vor den Herrn treten. Dass es einfach auch ein Weg ist, den Gott bereitet hat. Dass sich dadurch quasi Tore öffnen. Und dass es egal ist, woher wir kommen, egal welche Gedanken in uns sind, dass wir diese Gedanken erstmal ablegen. Das heißt, auch wenn wir heute Morgen gekommen sind, uns vielleicht irgendwas bewegt hat, was beschäftigt hat, dass wir das erstmal ablegen und sagen, wir wollen kommen, um den Herrn zu loben. Halleluja. Halleluja, Herr, wir danken dir für diesen Morgen. Wir danken dir für den neuen Tag, den du uns geschenkt hast, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, Herr, was du bereitgestellt hast, Herr, um heute zu uns zu sprechen. Herr, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Herr, dass wir vor deinen Thron treten dürfen, Herr, mit Lobpreis und Dank, Herr. Wir danken dir, Vater, dass es vor deinem Thron ist, wo unsere Hilfe herkommt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir unsere Augen heben dürfen, Herr. Wir wollen unsere Augen heben zu den Bergen, Herr, denn von dir kommt unsere Hilfe, Herr. Von dir kommt unsere Stärke her. Von dir kommt unser Heil her. Wir wollen ablegen, Vater. Alles, was uns abhalten will. Jeden Gedanken, Vater, wollen wir gefangen nehmen und unter dein Gehorsam stellen und sagen, Herr, egal was uns abhalten will, egal was in uns ist, Herr, wir kommen, um dich zu loben. Wir kommen, unseren Blick zu heben, Herr. Wir wollen unseren Fuß bewahren, wenn wir zu deinem Haus gehen. Und wir wollen kommen, um zu hören, Herr. Wir wollen kommen, um zu hören, was du zu sagen hast, Vater. Herr, wir wollen unsere Herzen bereit machen, Herr. Wir wollen nicht kommen, Herr, mit Dingen, die wir gerne, ja, wo wir gerne Antwort hätten, sondern wir wollen kommen, um zu hören. Du sagst in deinem Wort, ihr sollt kommen, um zu hören, Herr. So wollen wir kommen, denn du sagst in deinem Wort, kommt und hört, so werdet ihr leben, so werden eure Seelen leben, Herr. Und wir wollen kommen, Herr, um deine Stimme zu hören, Vater. Wir wollen unsere Herzen bereit machen, Herr, um von dir zu empfangen, Herr. Wenn du einen Menschen suchst, der in den Riss eintritt, Vater, wir wollen bereit sein, Herr, in den Riss einzutreten. Wir wollen bereit sein, Herr, das zu beten, Herr, was auf deinem Herzen ist, Vater, Herr. So heben wir unseren Blick zu dir, Vater. Wir danken dir, Vater, wie weit du uns schon geführt hast, Herr. Wir wollen uns erinnern, Herr, den langen Weg, den du uns geführt hast durch die Wüste, Vater. Du hast uns geführt, Herr. Du hast uns herausgerissen aus Ägypten, Vater. Du hast die Ägypter im Meer versenkt, Herr. Wir wollen uns erinnern, Herr, an die Wunder, die du getan hast, Herr. Du hast uns befreit aus der Finsternis, Herr. Du hast uns befreit aus den Ketten des Todes, Vater. Herr, wir wollen uns erinnern, Herr. Ja, als wir noch Sünder waren, Herr. Du hast uns errettet, Vater. Und du hast uns in dein Licht gestellt, Vater. Du hast uns erlöst, Herr. Du hast uns erkauft, Herr. Mit deinem Blut, Vater. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir für das Blut, was vergossen wurde, Herr. Du hast den Preis bezahlt, Herr, um uns zu erkaufen als dein Eigentum, Vater. Wir danken dir dafür, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir ein heiliges Volk sind, Vater. Dass wir ein König Geschlecht sind, Vater. Wir danken dir, Herr, dass du uns gerufen hast aus der Finsternis zu deinem Licht, Herr, damit wir ein Zeugnis deiner selbst sind, Vater. Herr, dass du dein Wirken an uns vollbringen kannst, Vater. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Vater, für dein Blut, Herr. Wir proklamieren, Vater, dein Blut in unsere Gedanken, Vater. Dein Blut in unsere Seelen. Dein Blut in unsere Körper. Vater, ein Blut an diesen Ort, Vater. Dass alles, was hindern will, Vater, dass es zurückgewiesen wird im Namen Jesus Christus.
Jesus, Herr. Alles, was ich erheben will, wir befehlen es unter deine Füße, Vater. Alles, was ich erheben will, Vater, jede Macht, die sich erheben will, wir proklamieren den Namen Jesus Christus. Denn du sagst in deinem Wort, Herr, dass sich alles beugen muss vor deinem Namen, Vater, dass jedes Knie sich beugen wird vor dem Namen Jesus Christus und jedes Knie bekennen wird, dass Jesus Christus der Herr ist. Und so proklamieren wir an diesem Ort. Wir proklamieren über der Gemeinde, wir proklamieren über unseren Geschwistern, dass Jesus Christus regiert. Wir proklamieren, Vater, einen Sieg, Vater, denn du hast den Sieg errungen. Herr, wir wollen uns erinnern, du hast den Tod überwunden, du hast den Teufel überwunden, du hast die Finsternis besiegt, Herr, du hast die Krankheit auf dich genommen, du hast die Sünde getragen, du hast die Herrschaft der Sünde entmachtet, Herr. Und so proklamieren wir, Herr, überall, wo noch Sünde regieren will, überall, wo Finsternis regieren will, Vater, wir beten, dass es ans Licht kommt, Vater. Wir beten, Herr, ja, für diesen Morgen, Vater, Herr, alles, was du vorbereitet hast, Herr, jede Finsternis, die ans Licht kommen soll, Vater, wir danken dir jetzt schon für Dinge, die heute offenbar werden, Vater, für die Erkenntnisse, die kommen werden, Vater. Wir danken dir, Herr, denn du sagst, es gibt nichts in der Finsternis, das nicht ans Licht kommen wird. Und so beten wir, Herr, wir beten für deine Gnade, Vater, dass wir deine Gnade heute empfangen können, denn du sagst, es ist die Hilfe, die uns angeboten ist. Deine Gnade ist die Hilfe, die uns angeboten ist. In Jesus Christus. Und so beten wir, Herr. Lass uns heute eine Erkenntnis bekommen, Herr. Eine Erkenntnis deiner Herrlichkeit, Vater. Das Finsternis, die in uns verborgen ist, Vater, Herr. Du bringst ans Licht, um zu heilen, Herr. Du bringst ans Licht, um zu heilen, Herr. So heile unsere Herzen, Herr. Heile uns von unseren Gebrechen, Vater. Heile uns von den Dingen, Vater, die uns halten wollen, die uns blockieren wollen, Herr. Wir wollen beten, Vater. Herr, dass nichts in uns verborgen bleibt, Vater. Herr, wenn es eine Sünde ist, Herr. Wenn es eine Krankheit ist, Herr. Wir danken dir, Vater, Herr, dass du uns erlöst hast, um uns zu befreien, Herr. Und so beten wir, Herr. Wir wollen beten, so wie David gebetet hat. Früh am Morgen wollen wir unsere Stimme zu dir erheben, weil wir wissen, du bist ein Gott, der hört. Wir wollen Ausschau halten, Herr, nach dir, um dir zu Befehl zu stehen, Vater. Und so wollen wir beten für dein Wirken, Vater. Wirke an diesem Morgen, Vater. Wirke durch deinen Geist, Vater. Wirke durch deine Kraft, Vater, Herr. Du sagst nicht durch Kraft, nicht durch Herr, sondern durch deinen Geist, Vater. Herr, jeder Berg, der sich erheben will, Vater, wir beten, Herr, dass heute Berge versetzt werden, Herr. Du sagst, mit Glaube wie einem Senfkorn wird ein Berg versetzt, Herr. Und so beten wir, jeder Berg, der sich für uns erheben will, Vater, im Namen Jesus Christus, wir proklamieren, dass er weggehoben wird. Im Namen Jesus Christus, jeder Berg, wenn unser Berg eine Finsternis ist, die in uns verborgen ist. Herr, du sagst, ja, das geht um unsere Gedanken, Vater. Und so wollen wir unsere Gedanken prüfen, Vater. Wir wollen sagen, was ist der Berg, der sich für uns erhoben hat, Herr? Was ist der Berg, der sich für uns erhoben hat? Er soll zur Ebene werden im Namen Jesus Christus. Wir proklamieren, jeder Berg, der sich erhoben hat, er soll zur Ebene werden im Namen Jesus Christus. Denn du bist der Gott, der die Wege ebnet. Du bist der Gott, der einen Weg macht, wo kein Weg war. Herr, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Vater, dass du einen neuen Weg bereitest, Vater. Dass du einen neuen Weg bereitest für jeden Einzelnen von uns, für die Gemeinde, Vater. Wir wollen hören, Herr, wie du uns führen möchtest, Herr. Denn du bist unser Ratgeber. Du bist unser Helfer. Du bist der, der uns durch die Wüste geführt hat, Herr. So beten wir. Führe uns weiter, Vater. Halleluja, Vater. Denn du sagst, deine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Deine Wege sind nicht unsere Wege, Vater. Und so beten wir, Herr. Lass uns Erkenntnis bekommen, Herr. Lass uns erkennen deine Gedanken, Vater. Lass uns erkennen deine Wege, Vater. Herr, wir kommen vor dich, Herr, um deine Gedanken zu empfangen, um deine Wege zu empfangen, Herr, um zu hören, Vater. Halleluja, Herr, wir danken dir, Vater. Herr, wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Herr.
Wir danken dir, Herr, für das Land, das du vorbereitet hast, Herr. Halleluja. Dass wir es einnehmen dürfen, Vater. Ja, Vater. Wir danken dir, Vater. Wir danken dir, Halleluja, dass wir das Herr. Land einnehmen dürfen. Halleluja, Vater. Du sagst dir, in deinem Vater. Wort, Herr. Wir sehen in deinem Wort, Herr, dass da, wo Sünde ist, gibt es keinen Sieg, Herr. Aber sobald dein Volk die Sünde ausgerottet hat, Herr, hast du ihnen jedes Mal den Sieg gegeben, Herr. Und so wollen wir beten, jeder Bereich, Herr, in dem wir Sieg suchen, Herr. Offenbare, Herr, die Sünde, die in uns verborgen ist, Herr. Überall, wo noch kein Sieg sichtbar ist, Herr. Wir wollen beten für jeden Einzelnen unserer Geschwister, Vater, dass er heute eine Erkenntnis bekommt, dass er heute eine Erkenntnis bekommt, Herr, wo eine Sünde ist, Herr, wo Gedanken regieren, Herr, wo der Teufel Lügen eingesetzt hat, Herr. Wir wollen beten, dass es offenbar wird, Herr. Und nur in dir, Vater, liegt die Kraft, Herr, die Sünde zu überwinden, Vater. Und so beten wir. Ja, wenn es ein Gedanke ist, Herr, wenn es ein Gedankenkonstrukt ist, Vater, dass du hilfst, Herr, heute zu überwinden, Herr, dass du heute die Kraft schenkst zu überwinden, Vater. Herr, wir wollen beten für jeden einzelnen Vater, dass er heute etwas empfangen kann. Im Namen Jesus Christus, Vater. Wir danken dir, Herr. Wir danken dir, Vater. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Wir können mal ausschlagen, Epheser 5, Vers 25. Genau, da heißt es, also es geht an die Männer, aber ich glaube, wir Frauen dürfen uns genauso angesprochen fühlen, weil es letztendlich um Jesus Christus geht, um uns was von ihm zu zeigen. Und da heißt es, ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat, durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Genau, und ich finde es so wunderbar, einfach dieser Ausdruck für die Hingabe von Jesus Christus. Hier heißt es, er hat sie geliebt und er hat sich für sie dahingegeben. Und wir sehen, die hatten auch den Vers in den letzten Tagen, wo es heißt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben für die Freunde gibt. Das heißt, wir können nicht sagen, wir lieben, wenn wir uns nicht hingeben für unsere Geschwister, wenn wir uns nicht hingeben für unseren Partner, wenn wir uns nicht hingeben für unsere Familien. Das heißt, die Liebe, die Gott von uns erwartet, ist immer mit einer Hingabe verbunden und verknüpft. Und das ist die Hingabe, die wir an Jesus Christus sehen. Er hat, obwohl er war wie Gott, er war gottgleich, hat er seine Position aufgegeben. Er war bereit, den Auftrag seines Vaters auszufüllen. Er war der Einzige, der ans Kreuz gehen konnte und unsere Sünde tragen konnte. Er war der Einzige, der in diesen Riss treten konnte. Und vielleicht ist es bei uns auch manchmal so, in unseren Familien oder auch bei unseren Geschwistern. Vielleicht sind wir die Einzigen, die in diesen Riss treten können. Das heißt im Wort, Gott sucht nach einem Mann, der in den Riss eintreten kann. Und wir haben die Kraft einzutreten, weil wir Jesus Christus in uns haben. Und ich finde, diese paar Verse, sie sind da so aussagekräftig. Darin steht, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Das heißt, die Heiligung ist auch immer verknüpft mit dem Wasserbad im Wort. Das heißt, als Jesus für seine Jünger eingetreten ist, als er sich für uns hingegeben hat, er hat davor das Wort verkündigt, er hat uns davor das Wort gegeben, damit wir auch in der Heiligung leben können. Und das ist das, was wir auch sehen, auch wenn wir für unsere Familien eintreten. Wir werden ihnen auch das Wort weitergeben, wenn wir füreinander eintreten. Wir werden einander auch das Wort weitergeben, um uns zur Heiligung zu führen. Und dann heißt es, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Genau, und das finde ich auch, ja, einfach irgendwie ein wunderbares Bild, zu überlegen, Gott möchte eine Braut haben, die keine Flecken und Runzeln hat. Wenn man sich überlegt, eine Braut an ihrem Hochzeitstag, sie hätte ein Kleid an, was voller Flecken wäre, dann wären wir alle ja, überrascht oder es würde uns verwundern. Das fänden wir nicht schön. Und so ist es bei Gott. Er hat sich eine Braut erkauft und er wollte, dass sie ohne Flecken und Runzeln ist. Und Flecken und Runzeln ist alles, was uns abhalten will. Jede Sünde, die in uns ist. Gedanken, die uns blockieren.
von denen möchte Gott uns befreien. Genau, und ist auch ein wunderbares Bild, damit er sich selbst darstelle als eine Gemeinde. Er wollte uns quasi so hinstellen, er wollte uns in der Welt hinstellen. Die Welt lebt in Finsternis, und wenn wir nicht in Heiligung wandeln, wenn wir nicht eine Braut ohne Flecken und Runzeln sind, dann ja, sieht man keinen Unterschied an uns. Denn die Welt ist voller Flecken, die Welt ist voller Dunkelheit. Die Welt lebt noch in der Finsternis, aber wir sind im Licht. Und lasst uns das einfach auch als Ermutigung nehmen und lasst uns auch daran erinnern, das ist die Liebe, die Jesus Christus uns gegeben hat, wo er sagt, das ist die Liebe, die er auch von uns fordert. Und wir können diese Liebe geben, weil sie durch Jesus Christus in uns ist. Halleluja. 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 Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Vielen Dank für das wunderbare Wort, für die wunderbare Gebetseinleitung. Ich wollte mit euch Psalm 84 lesen. Und zwar ab Vers 2 bis erstmal bis Vers 6. Wie lieblich sind deine Wohnungen, o Herr, der Herrscher. Meine Seele verlangte und sehnte sich nach den Vorhöfen des Herrn. Nun jubeln mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Hat doch der Sperling ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hinlegen kann. Deine Altäre, o Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt. Wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Ja, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. In den letzten Tagen, als ich so durch die Psalme ging, ist mir immer wieder dieses Wort Wege aufgefallen. Und wie wunderbar die Wege des Herrn sind. Wohl denen, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Ja, tatsächlich steht in vielen Psalmen über die Wege des Herrn. Zum Beispiel, wir durften sogar letzte Woche hören, gestern hören, der wohl denen, in dessen Herzen gebahnte Wege sind. Wie wichtig es ist, auf seine Gesinnungen zu achten. Wie wichtig es ist, gute Gesinnungen zu haben. Ja, diese wohlgebahnten Wege, wie wichtig es ist, seine Gesinnungen auch zu prüfen, mit was für Gesinnungen man in die Werke geht. Und in Psalm 50, Vers 23 heißt es, wer Dank opfert, der ehrt mich. Wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Es ist mit der richtigen Gesinnung, mit der richtig ausgerichteten Gesinnung stehen uns so viele Verheißungen bevor. Der Herr öffnet sein Herz uns, wenn wir mit der richtigen Gesinnung kommen. Er sagt in Psalm 1, Vers 6, der Herr kennt den Weg der Gerechten. Er kennt unsere Gesinnungen. Er weiß alle Zeit, was wir denken, in welchen Gesinnungen wir wandeln. Und es ist so wunderbar, wenn wir diese Gesinnungen ausrichten nach seinem Wollen, wie er es vorhergesehen hat, dann öffnet uns die Tür für seine Größe.
In Psalm 18, Vers 31 heißt es, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Sein Weg ist vollkommen und diesen vollkommenen Weg hat er auch für uns vor. Er hat mit uns vor, diesen vollkommenen Weg zu gehen. Wenn wir unser Herz, unsere Gesinnung auf ihn ausrichten, wir gehen einen vollkommenen Weg. Es gibt keinen besseren. Ich meine, es ist ein vollkommener Weg. Es gibt nichts, was noch hinzugefügt werden kann. Es gibt nichts, was fehlt. Es ist alles drin, was drin sein soll. Es ist alles drin, was er für uns geplant hat. Es ist alles, er ist vollkommen. Es ist so eine wunderbare Verheißung und er verlangt von uns eigentlich nur unser Herz an ihm auszurichten. Unsere Gesinnungen zu prüfen, mit was für Gesinnungen wir vorgehen. Wenn wir in der, wie wir auch hören dürften, in der Liebe des Herrn bleiben und auch in der Liebe des Herrn wirken, dann will er den vollkommenen Weg mit uns gehen. Sein Weg ist heilig, heißt es in Psalm 77, 14. Sein Weg ist heilig, so sollen auch wir in Heiligung leben und wandeln. Er gibt uns auch die Kraft und die Möglichkeiten dazu, damit wir genau dies tun. Und in Psalm 18, Vers 33 heißt es, Gott ist es, der mich umgürtet mit Kraft und meinen Weg unsträflich macht. Er bereitet alles vor, wie er auch selber sagt, ich bewirke das Wollen und das Vollbringen. Er hat uns alles an die Hand gegeben, damit wir einen vollkommenen Weg in seiner Liebe gehen dürfen. Ja, es hat mich sehr ermutigt, als ich das gelesen habe. Er fordert eigentlich so wenig von uns, so was Selbstverständliches von uns und gibt mehr als alles dafür. Er hat sich selber gegeben, er hat sein Leben geopfert, sein Blut hingegeben, er hat alles hingegeben, und fordert von uns eigentlich, dass wir ihn, ja, dass wir unser Herz auf ihn ausrichten. Genau. Ja, das ist auch schön. In Psalm 5, Vers 9 sagt er, er ebnet den Weg vor mir. Er ebnet den Weg vor mir. Er nimmt auch alles fort, was mir schwerfällt, in diesen Weg zu gehen. Wenn ich mich nur an ihn halte, an ihn ausrichte, wenn ich mein Herz nur, meine Gesinnung nur an ihn ausrichte, er ebnet den Weg vor mir. Er nimmt alles fort, was in diesem Weg gelegt wurde. Er nimmt auch alles fort, was auch der Feind versucht, uns entgegenzubringen. Er sagt auch in seinem Wort, er kämpft unsere Kämpfe. Solange wir in ihm sind, er bewirkt alles in uns. Er bewirkt alles durch uns. Er bewirkt alles für uns. Und genau, wenn wir dann weitergehen in Psalm 84, also 7 bis zum Schluss, er will uns diesen vollkommenen Weg geben. Und Wir dürfen diesen vollkommenen Weg auch mit ihm gehen. Auch wenn es oft nicht so aussieht, auch wenn wir es vielleicht um unsere Umstände nicht sehen, wir dürfen diesen vollkommenen Weg mit ihm gehen. Nur weil wir es nicht verstehen, heißt es nicht, dass wir auf diesem vollkommenen Weg sind. Nur weil die Umstände uns zeigen, dass es uns irgendwie an was fehlen oder vor den Augen an was fehlen möchte, es heißt nicht, dass wir nicht in dem vollkommenen Weg sind. Denn in Psalm 84, ab Vers 7 heißt es, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Auch wenn wir es nicht sehen, wir machen es zu lauter Quellen. Vielleicht für die, die um uns rum sind. Vielleicht für Leute, wo wir vielleicht noch gar nicht kennen. Vielleicht für Städte, für Nationen. Vielleicht für uns, aber in einem späteren Zeitpunkt. Nur weil wir es nicht sehen, heißt es nicht, dass wir nicht auf dem vollkommenen Weg sind. Und es ist wunderbar, ab Vers 8 heißt es, sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott. Ja,
Wir dürfen von Kraft zu Kraft schreiten. Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet. Du Gott Jakobs, achte darauf, o Gott. Unser Schild, siehe doch. Blicke auf das Angesicht deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle im Haus meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott der Herr ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Herrlichkeit. Wer in Lauterkeit wandelt, dem versagt er nichts Gutes. O Herr der Herrscharen, wohl dem Menschen, der auf dich vertraut. Ja, dem versagt er nichts Gutes, so wie er auch in Psalm 143, Vers 8 sagt, lass mich früh deine Gnade hören, denn ich vertraue auf dich. Lass mich den Weg erkennen, auf den ich gehen soll. Ja, lasst uns das ins Gebet legen. Lasst uns den Herrn bitten, dass er uns früh morgen für morgen den Weg zeigt, den er für uns vorhergesehen hat, den Weg zeigt, der uns in seinem vollkommenen Weg führt, dass er uns ja, zeigt, was er mit uns vorhat, was er für uns vorhat, was er uns sagen will, was er uns zeigen will, was er uns lehren will. Ja, lasst uns das vor den Herrn bringen. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, für diesen deinen neuen Tag, den du geschaffen hast. Ich danke dir, Herr, dass wir auch heute früh wieder hier sein dürfen und von dir hören dürfen. Danke, Herr, dass du uns früh morgens das Ohr öffnest, dass wir dein Wort empfangen dürfen, Vater. Vater, wir danken dir, dass du uns deinen Weg, dass du den vollkommenen Weg für uns, dass du deinen vollkommenen Weg uns gibst, dass wir den vollkommenen Weg mit dir gehen dürfen, Vater. Vater, öffne uns die Augen und zeige uns, welchen Weg du vorbereitet hast. Zeige uns, welchen Weg wir gehen sollen. Herr, früh morgens brauchen wir dich. Wir brauchen dich in jedem Zeitpunkt des Tages. Wir müssen in jedem Zeitpunkt wissen, wo willst du mit uns hingehen? Welche Schritte sollen wir tun? Herr, du sagst, du senkst unsere Tritte in deine Fußstapfen. Ja, in deinen Fußstapfen will ich laufen. Ich will in deinen Fußstapfen laufen, Herr. Ich will in deinem Weg gehen, in dem Weg, der zu dir, der mit dir führt. Ich will in dem Weg gehen, der mit dir führt, Herr. Herr, wir brauchen dich. Ich danke dir, Vater, dass du uns so wundervolle Verheißungen gibst, Vater. Offenbare du uns deinen Weg. Offenbare uns das, was du für uns geplant hast. Offenbare uns, was als nächstes dran ist. Offenbare uns, wo wir hintreten sollen. Öffne uns die Augen, dass wir deine Fußstapfen sehen, dass wir reintreten können. Herr, du sagst, du machst unsere Tritte fest in deinen Fußstapfen, dass wir nicht wanken. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, denn alles hast du hingegeben, damit wir diesen Weg gehen können. Alles hast du vorbereitet. Alles hast du gegeben, Vater. Ich danke dir. Ich danke dir, dass wir mit dir diesen Weg gehen können. Herr, dein Weg ist vollkommen. Deine Werke sind wunderbar. Auch wenn wir das oft nicht direkt so sehen. Herr, ich danke dir für alle Werke, die wir mit dir erleben dürfen. Ich danke dir, Herr, für alles, was du in unseren Wegen vorbereitet hast, Herr. Herr, du sagst, wir sollen in allem danken. Und ja, wir wollen in allem danken. Wir wollen in allem danken. In jedem Weg, den du vorbereitet hast, wollen wir danken. Denn deine Wege, alles, was wir erleben, dient zu unserem Besten. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für die Wege, die ich nicht verstehe. Ich danke dir, Vater, für die Wege, die ich verstehe. Ich danke dir, Vater,
dir, Vater, für die Wege, die du mich lehrst. Ich danke dir, Vater, für die Wege, die ich erst später verstehen werde. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns führst. Danke, Herr, dass wir auf dich vertrauen können, dass wir allzeit unser Vertrauen auf dich setzen können, auf den Fels, auf unserem Felsen, auf dem Felsen, der auf dem Namen, der über allen Namen steht. Vater, ich danke dir, dass wir unser Vertrauen fest auf dich legen können, Vater. Ja, denn du bist ein treuer Gott. Du bist ein mächtiger Gott. Du bist ein gnädiger Gott. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr, für alles, was du vorbereitet hast. Heute, morgen und die Zeit, wo kommen wird. Ich danke dir, Vater, dass wir all diese Wege mit dir gehen dürfen. Ich danke dir, Vater, dass wir in diesen Wegen dich auch näher und näher kennen dürfen. Dass wir auch tiefer in dich einblicken dürfen. Dass wir sehen können, dass wir rantasten können. Deine Tiefe, deine Höhe, deine Breite. Dass wir erkennen können, deine Liebe. Danke, Vater, denn in all diesen Werken hast du so viel reingesetzt. Du hast so viel zu erkennen gegeben von dir, von deiner Größe her. Ich danke dir, Vater. Wir danken dir. Wir danken dir, dass wir dass wir in dieser Gnade leben dürfen, Vater. Ich danke dir, Herr, dass du so viel für uns aufgegeben hast, dass du so viel für uns vorbereitet hast. Herr, ich danke dir. Ich danke dir, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese wundervollen Verheißungen. Danke, Herr, dass du uns umgürtest mit Kraft, Herr. Herr, dass du diese Kraft in uns gibst, Herr. Ja, denn wir sind mit dir gestorben und mit dir auch auferstanden, mit versetzt worden in himmlische Regionen. Herr, ich danke dir, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns mit dir auf den Thron gesetzt hast, Herr Vater. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr. Denn keiner ist wie du. Keiner ist ein Gott wie du. Keiner ist wie du, oh Herr. Ich kann das an deiner Maschine. Danke, Herr, dass wir von Sieg zu Sieg gehen dürfen. Danke, Herr, dass wir von Kraft zu Kraft gehen dürfen. Dank dir, oh Herr. Dank dir, denn du bist in uns, Herr. Ich kann das an deiner Marekan Bosa Katir. Mareka Basse, Deshena Marekan Basse. Ekita Bosa deiner Marekan Basse. Mareka Basse, Deshena Marekan Dosa Katir. Mareka Dosa deiner Mokora Basse. Danke, Vater. Danke, Vater. Dir allein gebührt die Ehre. Dir allein gebührt die Ehre. Dir allein gebührt die Ehre. Denn groß bist du, oh Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Füll du diesen Tempel noch mehr mit deiner Gegenwart. Füll uns noch mehr mit deiner Kraft, mit deiner Power, Herr. Du allein bist der Herr und du allein sitzt auf dem Thron. Du allein bist würdig, Herr, angebetet zu werden und gelobt und gepriesen zu werden. Du allein bist heilig, Herr. Du bist mächtig. Du bist der Herr der Herren und der König der Könige. Du hast die Regentschaft in diesem Land. Dein Name ist über alle Namen gesetzt, Herr. Dieser Gemeinde, Herr. Über alle Himmel und in unseren Familien. Danke, Herr. Und alles soll sich niederwerfen vor dir. Jedes Knie soll sich beugen und jede Zunge bekennen, dass du der Herr bist. Du allein.
Du allein hast den Sieg. Du allein hast den Sieg. Du allein hast den Sieg. Danke, Herr. Danke, Herr. Die Heilung der Nation ist in deinen Händen, Vater. Danke, Vater. Danke, Halleluja. Herr. Wir kommen mit Danksagung. Wir Halleluja. Kommen mit Freude. Wir kommen mit Lob. Denn dir allein gebührt das Lob. Dir allein gebührt alles, Herr. Danke, Vater, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir einen mächtigen Gott dienen dürfen. Danke, Herr, dass wir einem mächtigen Gott dienen dürfen. Ja, mit dir werden wir Gewaltiges vollbringen. Denn du bist ein mächtiger Gott. Halleluja, Vater. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ich habe diese Woche oft den Herrn gefragt, seine Größe zu sehen. Ich glaube, jeder wünscht sich, seine Größe zu sehen. Und ich glaube, wir werden nie die Fülle seiner Größe erfassen können, weil er ist das Alpha und das Omega, er ist der Anfang und das Ende. Er ist weitaus größer, ja, wie alles, was wir uns überhaupt vorstellen können. Aber es ist so wunderbar. Ich durfte was hören von einem Mann Gottes, wo er beschrieben hat, der Herr sagt, glaube ich, die meisten Sätze, wo er in seinem Wort sagt, ist, fürchtet euch nicht. Und er beschreibt es, warum wir uns nicht fürchten sollen. Er sagt, in ihm, wenn wir mit ihm versetzt sind in die himmlischen Regionen, dann sitzen wir mit ihm auf dem Thron. Wir regieren mit ihm, in ihm. Er regiert durch uns. Alles ist ihm untertan gemacht worden. Alles ist unter seine Füße gelegt worden. Wir regieren mit ihm. Und in einer Stelle in Hesekia, glaube ich, ist es, als der Engel des Herrn kommt, und in einer Nacht 185.000 Mann schlägt. In einer Nacht ein Engel. Wenn wir mit ihm versetzt sind. Elisa. Er hat seinen Burschen die Augen geöffnet, dass er sieht, dass die, die mit ihm sind, mehr sind als die, die gegen ihn sind. Als dem Burschen die Augen geöffnet wurden, sah er einen Berg voller Engel und voller brennenden Pferden. Jesus sagte, dass er seinen Vater fragen könnte und er würde ihm 12 Legionen Engel schicken, wenn er fragen würde. In einer Legion sind 3.000 bis 6.000 Engel oder 3.000 bis 6.000 Einheiten. Wenn 12 Legionen das Minimum ist, das wir kennen, das er zu jeder Zeit schicken könnte, mal diese 6.000 sind das 72.000 Engel. Und wenn jeder eine Kampfkraft hat, um 185.000 Menschen zu schlagen, wovor sollen wir uns fürchten? Wovor sollen wir uns fürchten? Ja. Und das ist noch nicht mal das Mächtigste, was der Herr mir in dieser Woche gezeigt hat. Es ist die Kraft, es ist seine Kraft. Aber das Mächtigste ist immer noch, dass er trotz dieser großen Kraft, wie unsere Schwester vorhin gesagt hat, er hat seinen Thron verlassen. Für dich, für dich, für dich, für jeden von uns. Damit wir hier stehen können und mit ihm regieren dürfen. Ja, Halleluja. Halleluja. Halleluja, danke, danke. Wir sind umringt von einem großen Herr, von Engel. Amen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Wenn der Herr mit mir ist, wer kann gegen mich sein? Amen. Halleluja. Christen brauchen keine Angst. Christen brauchen keine Furcht. Kein Menschenfurcht. Amen. Halleluja. Wenn du Angst hast, sag Herr, ich gebe dir meine Ängste. Ich lege alles in deine Hände. Bevor wir weitermachen, hat jemand etwas, wo er Empfang haben oder eine schnelle Frage? Während dieser Fastenzeit hat jemand ein Bild oder irgendwas?
im Herz oder hat der Herr ein Zeugnis, hat der Herr dir was ins Herz gelegt? Fühl dich frei. Wenn diese Fastenzeit etwas in dir verändert hat, eine Sichtweise oder Bewegungweise. Okay, dann wollen wir weiter beten. Amen. Der Herr ist mit uns und wir wollen beten. Wir gehen schnell im Römer 8. Römer 8, Vers 1. Römer 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Nein, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Aber es gibt keinen Punkt, es gibt noch nicht einen Punkt. Amen. Es geht weiter. Das ist sehr wichtig. Wenn man proklamiert, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Das ist die Wahrheit. Aber die vollkommene Wahrheit sagt, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln. Es gibt Christen, die gemäß dem Fleisch wandeln. Der Feind kam noch mit Verdammnis kommen, mit Anklage kommen, weil er sieht noch, die Wege des Fleisches sind da. Sondern gemäß dem Geist. Amen. Wir wollen diese Vers nehmen und sagen, Herr, im Namen Jesus Christus, es gibt keine Verdammnis mehr. Kein Mensch hat Recht, mich zu verdammen. Kein Dämon oder der Teufel hat Recht, mich zu verdammen. Denn ich bin in Christus Jesus Christus und ich wandle nicht mehr oder ich lehne ab von nun an im Fleisch, durch den, im Fleisch zu wandeln oder im Geist zu wandeln. Erhebe deine Stimme, fäng an zu beten im Namen Jesus Christus. Halleluja, Vater. Es steht geschrieben, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Es gibt keine Verdammnis mehr für mein Leben, Herr. Es gibt keine Verdammnis mehr für meine Familie, Herr. Es gibt keine Verdammnis mehr für meinen Dienst, Herr. Es gibt keine Verdammnis mehr für meine Kinder, Herr. Es gibt keine Verdammnis mehr für mein berufliches Leben. Es gibt keine Verdammnis mehr für meine Ehe, Herr. Jeder meiner meine Kinder steht nicht mehr unter der Verdammnis, Herr. Jeder in der Gemeinde Gottes hier steht nicht mehr unter der Verdammnis, Herr. Wir lehnen jede Verdammnis ab, Herr. Wir lehnen ab im Namen Jesus. Gedankliche Verdammnis, geistliche Verdammnis, körperliche Verdammnisse, seelische Verdammnisse. Wir lehnen das ab. Im Namen Jesus Christus. Matarabakoria bakatoribusa. Yendereba bababa. Masotoribakariasha. Wir stehen unter der Schutz Gottes. Wir sind bewaffnet. Halleluja. Durch die ganze Waffenrüstungen, Herr. Im Namen Jesus Christus. Wenn der Herr mit uns ist, wer kann uns verdammen? Wenn der Herr mit uns ist, wer kann uns anklagen? Masatakarabakatose. Ikatoribario. Shandaraba, Masotori Bakaria Shenterebus, Mandore Bakaria Shantaraba, Ekatori Baria Shantorebosa, Mandaraba Caria Shantaraba Rebo Shenterebo, Ikatori Bakaria, lehne die Verdammnisse, lehne die Anklage ab, lehne das ab im Namen Jesus. Gedankliche Anklage, körperliche Anklage, seelische Anklage, emotionale Anklage, lehne das ab im Namen Jesus. In der Gemeinde Gottes, lehne das ab im Namen Jesus, lehne die Verdammnisse ab, lehn jede Anklage ab, lehn jede Anklage in deine Ehe, lehn jede Anklage in deine Gesundheit, lehn jede Anklage in deine Finanzen. Lehn ab im Namen Jesus. Masata kariaba, mekeriba kanto riboriosha, masoto riba kariasha. Jeder Mensch, der dich anklagt, lehn diese Anklage ab. Jeder Mensch in deine Ehe, in dein Leben, in deine Finanzen, lehn die Anklage, lehn die Anklage, lehn die Anklage ab. Masata riboriosha, mekato riba kanto ribariasha, dorobos, mindorobo koriosha, masoto riboriosha, daraba, ikanto ribariasha, darababa, mekanto riba. Maria Santo Rebosa, Mekeriba Caria Santa Raba Robose, mi cantolo. Ich wandle nicht mehr im Fleisch, ich wandle im Geist. Ich wandle nicht mehr im Fleisch, ich wandle im Geist. Denn der Herr in mir ist der Geist. Halleluja. Masato Riba Cato, Icato Riba Ria Santa Raba Robose, Mekaria Barobose, Keria Baba.
Oh baba baba se mando riboriosa mando riba kariasha meke baba manda baba baba koria baba baba koria baba baba se terebo meke riba kariasha ndo robosa monda raba kariasha ndo robosa koria baba 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 se terebos meke riba kando reba baba baba meke riba kariasha ndo robosa meke riba kando reboriosa maso ndo riba kariasha ntaraba e kato kata sataka e katoriba katoriba ka e katoreba katoriboriosa e katoreba riando robosa. Sag der Geist deiner Familie, er darf dich nicht mehr anklagen. Sag der Geist der Welt, er darf dich nicht mehr anklagen, denn du bist in Jesus Christus verborgen. Du bist in Jesus, mein Leben ist in Jesus verborgen. Meine Kinder, meine Frau, meine Ehe ist in Jesus verborgen. Meine Finanzen, mein Dienst ist in Jesus verborgen. In Namen Jesus, der darf dich nicht mehr anklagen. Er hat keine Anrechte mehr in dein Leben, in deinem Dienst. Halleluja, Maria, Baba, Basata. Ekatori Barioshe, Matori Bakaria, Santa Rababa, Mekeri Bakaria, Santo Robos, Menderi Baria, Baba, Mekeri Bakaria, Santa Rababa, Mekeri Bakando Rebasha, Masoto Rebakaria, Makato Katakata, Ikato Kariba Katakataka. Sag der Geist der Hexerei, der Geist der Okkultismus, der Geist der Ehelosigkeit, der Geist der Kinderlosigkeit. Sag ihn, es gibt keine Anklage mehr. Lass mich los, lass meine Familie los, lass meinen Dienst los, lass meine Gemeinde los, lass uns los, Namio. Pack deine Werke, Satan. Du hast nicht hier zu suchen, du hast nicht meine Schwester zu suchen, du hast nicht in der Gemeinde in dieser Nation. Die Gemeinde in Deutschland ist frei. Die Gemeinde in Deutschland wurde erkauft durch das Blut des Lammes. Die Gemeinde in Deutschland wurde erkauft. Oria baba baba she mataraba kariasha mekeri bakando rebosa mashata karaba soto robos ikato robosa ekataraba baba 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 mashata karakatasa ekatakari bakariosha ekatori bariosha tara masoto ribariosha tara mekeri bakato ekato ikata katasho masoto rebakaria ekato rebosa mando reba baba 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 masoto reborioshe. Genug ist genug, genug ist genug, genug ist genug. Es gibt keine Verdammnis mehr, es gibt keine Verdammnis mehr. Mashato Rebosha. Eya Baba Sete. Halleluja. Halleluja. Römer 8, Vers 18. Römer 8, Vers 18. Danke, Jesus. Halleluja. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht in Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es gibt die Herrlichkeit Gottes muss sich an uns offenbaren werden. Halleluja. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Amen. Dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit des Kinder Gottes. Amen. Wir wollen, dass die Schöpfung, unsere Familie, befreit werden von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Dass unsere Nachbarn befreit werden von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Halleluja. Dass in Mannheim Menschen befreit werden während der Evangelisation oder während unserer Bewegung in der Stadt. Dass Menschen befreit werden von der Knechtschaft des Todes. Denn es steht geschrieben, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Oh, wir wollen die Wahrheit in Mannheim proklamieren. Wir wollen die Wahrheit in Deutschland proklamieren. Wir wollen die Deutschland, die Wahrheit in Europa, überall, wo der Herr uns hinsenden werde. Wir wollen die Wahrheit proklamieren. Deswegen wollen wir beten. Wir brechen die Kraft der Knechtschaft des Todes. Wir brechen die Kraft der Knechtschaft des Todes in Mannheim. Lass uns unsere Stimme erheben. Bete für deine Eltern.
bete für deine Familie, bete für deine Nachbarn, bete für diese Stadt, für diese Nation, dass die Knechtschaft, die Kraft der Knechtschaft des Todes gebrochen werde. Masata Rabba. Vater, im Namen Jesus Christus, wir kommen gegen die Kraft der Knechtschaft des Todes, die Knechtschaft der Sünde, die Knechtschaft der Krankheit, die Knechtschaft in der Welt, Herr. Wir brechen diese Kraft durch die Kraft Gottes. Wir brechen diese Kraft durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Lammes. Wir brechen jegliche Kraft. Wir brechen die Kraft des Satan über die Menschen dieser Stadt, über die Menschen dieser Nation. Oh, wir brechen die Kraft Satan über die Menschen in dieser Nation, in dieser Stadt. Kata, 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 Barioche, Masoto Koraba, Ekato Riakata, Ikato, Ekatarakata Kasoto, Ikato. Wir brechen die Kraft der Knechte Satan. Wir brechen die Kraft des Todes in dieser Stadt, in dieser Nation. Wir kommen dagegen. Mit der Blut Jesus. Oh, die Kraft der Krankheit in deiner Familie. Die Kraft der Krankheit, der Schlaflosigkeit. Die Kraft der Krankheit. Die Kraft der Hexerei. Die Kraft der Okkultismus. Die Kraft der Homosexualität in deiner Familie. Wir brechen diese Kraft durch das Blut des Lammes. Oh, rakata kata. Ekato shataka. Ekato ribakata so. Ekato ribakoto. Ekato reboriosha. Ekato ribakato se. Ekato ribakato se. Ikatori bakato shataka rebo, ikatori baba baba, mikata kata shataka, ikatori kata shata. Wir brechen diese Kraft. Durch das Blut des Lammes. Matoria kata kato shataka. Wir brechen die Kraft der Hexerei. Wir brechen die Kraft der Krankheit. Wir brechen die Kraft der Knechtschaft. Wir brechen die Kraft der Lüge. Satan. Akatashoto. Satan ist ein Lügner von Anfang an. Wir brechen seine Lüge in dieser Nation, in dieser Stadt, in unserer Regierung. Wir brechen die Kraft der Lüge, Satan. Der Lüge, Satan. Oh, offenbar deine Söhne, offenbar deine Töchter. Offenbart uns in dieser Nation. Offenbart uns in den Nationen. Vater, im Namen Jesus. Akataka rakataka. Akataka rakataka. Akataka taka sotoko. Ekatoriba sho. Mekeriba katorebosa. Ekotoriba rioshoto. Ekotoriba riashata. Ekotoribo rioshete. Ekataka riabashoto. Oh, brich die Kraft in deiner Familie. Die Kraft der Ehelosigkeit, die Kraft der Unglaube, die Kraft der Zweifel. Brich die Kraft der Depression, brich die Kraft in deiner Familie. Brich die Kraft Satan, brich die Kraft der Krankheit. Im Anfang war es nicht so. Im Anfang, Gott hat den Menschen vollkommen geschaffen. Im Anfang gab keine Krankheit. Im Anfang gab kein Tod. Im Anfang gab keine Verletzungen. Im Anfang gab keine Trennungen. Im Anfang gab keine Scheidungen. Im Anfang gab diese Sachen nicht. Oh, brich diese Kraft. Hinter Scheidung gib eine Kraft. Hinter Tod gib eine Kraft. Hinter Verletzungen gib eine Kraft. Hinter Lüge gib eine Kraft. Hinter jeder Krankheit gib eine Kraft. Brich die Macht dieser Krankheit. Brich das in deiner Familie. Brich das in diese Nation. Oh, rakata shata. Ekatori barioshe. Mata yabakoto robosa. Mekatori bariashatoro. Mekataraba kariaba sataraba. Ekatore bababa. Hey, halleluja. Brich diese Kraft. Du hast die Vollmacht gegen diese Kraft der Schlange, gegen diese Kraft der Böse. Brich diese Kraft in dein Leben, in deine Ehe. Brich diese Kraft in deine Familie. Brich diese Kraft im Namen Jesus Christus. Oh, ich lehne ab die Verwirrung des Feindes. Ich breche das im Namen Jesus Christus.
Brich diese Kraft. Sag den Herr, gib meine Brüder zurück. Meine Brüder gehören der Herr. Meine Schwester in meiner Familie gehört der Herr. Bring meine Brüder zum Glauben. Bring meine Eltern zum Glauben. Bring meine Oma zum Glauben. Brich die Kraft der Unglaube in deiner Familie. Brich die Kraft der Lüge Satan, der Philosophie Satan. Brich diese Kraft in deiner Familie. Brich diese Kraft, brich diese Kraft. Masoto rekata, ekato riga kataka, ekato rakataka so, mashataka rebosa. Hey, oh, Leute werden nicht mehr früh in dein Leben, in deiner Familie sterben. Leute werden nicht mehr dieselbe Krankheit haben, weil du entscheidet hast zu beten, weil du dich entscheidet hast zu beten. Bete, bete, bete. Lehn das ab, lehn das ab. Die Scheidung in deiner Familie, lehn das ab. Die Ehelosigkeit, die Kinderlosigkeit. Oh, es wurde gesagt, dass deine Familie die Frauen nicht heiraten, die Männer nicht heiraten. Die werden kein Geld verdienen. Die werden Gott nicht dienen. Die werden Gott nicht dienen. Brich das ab. 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 Durch das Blut des Lammes. Durch das Blut des Lammes. Wiederholte Krankheiten. Wiederholte Krankheiten. Brich das ab in deiner Familie. Oh, die Kraft der Schlange soll gebrochen werden. Die Macht der Lüge der Schlange soll in deiner Familie gebrochen werden. In dieser Nation, in dieser Stadt. Brich das ab. Brich das ab. Es ist nicht normal, dass du der Einzige in deiner Familie bist, der bekehrt ist. Es ist nicht normal, dass du der Einzige bist, der mit Jesus unterwegs ist. Brich die Kraft der Unglaube. Brich die Kraft der Antichrist in deiner Familie. Oh, ich breche das. Oh, ich breche das. In meiner Familie, Herr. Oh, rakatakase, matori. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Vers 26. Ebenso kommt aber auch der Geist unserer Schwachheit zur Hilfe. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich gebührt. Aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlicher Seufzer, der aber die Herzen erforscht, weiß, was das Trachten des Geistes ist, denn er tritt so für die Heilige ein, wie es Gott entspricht. Der Geist Gottes, der Herr, tritt für dich ein. Denn er weiß, der Geist Gottes weiß, dass du nicht, dass du begrenzt bist als Mensch, der in einem Körper bist, lebt. Du bist begrenzt. Aber wir sind überzeugt, dass durch die Kraft Gottes, der in uns ist, alles zu unserem Besten dient. Deswegen lesen wir Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, bist du überzeugt. Wenn für dich es ist normal, dass du der Einzige bist, der bekehrt ist, das ist dein Problem. Aber für mich, alle müssen sich bekehren, meine Familie. Für mich, wenn nur zwei nicht bekehrt ist, erreicht mir nicht. Wenn nur zwei nicht bekehrt sind, ich möchte 100%ige Bekehrung meiner Familie sehen. Du willst mir sagen, es ist unmöglich. Nicht alle können sich bekehren. Meine Bibel sagt, mit Gott ist alles möglich. Und er sagt, glaub und du wirst es sehen. Halleluja. Ein Mann hat sich bekehrt, nachdem er von seiner Frau ungefähr 15 bis 20 Jahre getrennt war. Und auf dem Weg ist er Jesus begegnet, hat er sich bekehrt. Seine Bekehrung hat dazu geführt, dass seine Frau sich bekehrt hat. Die Familie seiner Frau, die komplette Familie, seine eigenen Kinder haben sich bekehrt. Fast die ganze Familie hat sich bekehrt. Er war hier, 85 Jahre alt, ein Pastor. Er war hier, er hat sich bekehrt, dadurch die ganze Familie hat sich bekehrt. Es ist möglich in deiner Familie auch. Wenn du zufrieden bist, weil du allein der Bekehrte in deiner Familie bist, das ist dein Problem. Aber ich werde keine Ruhe, Gott die Ruhe gönnen, bis ich sehe, dass Leute in meiner Familie sich bekehren.
Ich werde der Herr keine Ruhe gönnen. Nein, wenn du der Einzige bist, der arbeitet, Geld verdient und die anderen nicht arbeiten oder Ehe, gesunde Ehe leben und du bist zufrieden damit. Ich bin nicht zufrieden damit. Sogar die letzte Person meiner Familie. Ich werde für jede einzelne kämpfen ins Gebet, solange der Herr mir Kraft gibt, damit meine Brüder, meine Schwester, meine Cousine, meine Nichte, Neffe, dass die zur Bekehrung kommen. Deswegen hat Gott mich als Priester eingesetzt. Deswegen hat Gott dich als Priester und Priesterin eingesetzt. Damit du eintritt. Weißt du, in der Alten Testament, der Priester ging allein in der Allerheilige Ort, der hohe Priester. Um für die Sünde der anderen. Um die Sünde der anderen zu tragen. Aber durch Jesus Christus, alle, die bekehrt sind, dürfen in der Heilige der Heiligen. Aber dadurch, dass unsere Familienmitglieder nicht bekehrt sind, die dürften nur in den Vorhof des Tempels eintreten. Und wir dürfen noch weit gehen und sagen, Herr, durch dein Blut, die dürfen auch. Herr, öffne diese Tür. Lass dir diese Tür finden, denn du bist der hohe Priester deiner Familie. Und du bist der in der Heilige der Heilige eintreten darf. Die dürfen das nicht. Die haben noch nicht Jesus als Erlöser und Erretter. Das Gesetz ist noch für die gültig. Das Gesetz spricht noch gegen sie. Aber wir sind durch Jesus Christus. Das Gesetz hat sich in uns erfüllt. Amen. Deswegen als Priester, wir treten für unsere Familie und sagen, Herr, hab Erbarmen. Herr, noch ein bisschen. Noch nicht Gericht. Lass erstmal das Gericht. Meine Familie braucht dich, Herr. Lass erstmal, warte noch mit dem Gericht, Herr. Lass erstmal das, mein Bruder. Hey, Herr, noch meine Schwester. Hey, Herr, meine Cousine, mein Cousin. Herr, lass die alle. Und der Herr wird hören. Denn der Herr sagt, ich suche einen, der für das Volk eintreten wird. Gott sucht dich. Vielleicht ist dein Leben schon schön, aber wie ist es mit deinen Geschwistern? Und du sollst immer gedenken, deine Bekehrung ist nicht das Produkt der Zufall. Nein, jemand ist für dich eingetreten. Jemand, den du nicht kennst. Vielleicht war es ein Nachbar, der dich immer gesehen hat. Er hat dich gesehen, du hast Hallo gesagt. Hallo, Vater, diese Frau will sie bekehren. Jeden Tag, wo er dich begegnet, Vater, oh, hat Erbarmen über diesen wunderhübschen jungen Mann, hübscher Junge, dass er sich bekehrt. Er ist schön von außen, aber Herr, das interessiert mich nicht. Ich möchte seine Schönheit von innen, dass du etwas bewegst. Jeden Tag, deine Nachbarin war auf dem Fenster, du hast gegrüßt, ha, die wird sich bekehren, die wird sich bekehren. Das prophetische Gerede. Und heute bist du da. Wenn du der Einzige in deiner Familie, der total bekehrt ist, du musst wissen, jemand ist in der Risse für dich eingetreten. Jemand, den du nicht kennst vielleicht oder den du kennst. Es gab vielleicht Nachbar, Schwester, Nachbarin, komm, ich gehe in der Gemeinde, willst du mitgehen? Oh, ihr mit eurer Gemeinde, ihr übertreibt. Und noch nächstes Mal, eine Omi, ich gehe vorbei in der Gemeinde. Jesus liebt dich. Ja, ich weiß, dass er mich liebt. Oder du hast gesagt, ja, wenn er mich liebt, warum gibt Krieg um die Welt? Das war unsere Antwort. Aber trotzdem, er liebt dich. Für diese Person, die dir das gesagt hat, es war eine Same in dein Leben. Und diese Same hat heute Frucht gebracht. Deswegen, du hast diese Same in dir, der bringt Frucht, aber gib diese Same weiter. Tritt für andere ins Gebet. Und ich sage dir, es werden anfangen, Dinge zu passieren. Denn einer muss kommen und die Kette brechen durch das Gebet. Einer muss kommen und die Tür öffnen durch das Gebet und sagen, Gefangene, komm alle raus. Komm raus, komm raus, komm raus. Jesus ist in den Todesreich gegangen. Er hat die Tür geöffnet. Hat gesagt, alle, komm raus, raus, alle raus. Ihr seid jetzt frei. Jesus hat die Tür des Todesreiches geöffnet, damit alle rauskommen. Und er hat dir die Kraft gegeben, die Tür des Todesreiches in deiner Familie, überall in deinem Umfeld zu tun. Bitte, ich möchte dir was sagen. Hinter jeder Plage gibt eine Kraft. Die 10 Plagen in Ägypten, hinter jeder Plage, was war da? Welche Kraft? Die Kraft Gottes. Aber es gab auch eine andere Kraft, die versucht hatte, diese Plage zu löschen oder dasselbe zu tun. An welche Plage haben die gesagt, wir können nicht mehr weiter? Welche Plage? Siebte?
wo die gesagt hat, da ist die Finger Gottes, da können wir nicht mehr machen. An was? Bei den kleinen Mücken. Noch nicht den Tod war schon das Gericht Gottes. Aber die haben immer geschafft, nachzumachen. Weil die auch eine Kraft hatte, dasselbe nachzumachen. Hinter Alkoholismus in der Familie steckt eine Kraft. Hinter wiederholte Krankheit steckt eine Kraft. Hinter bestimmte Plage, Ehelosigkeit oder Unfruchtbarkeit gibt eine Kraft. Hinter Krankheiten wie Krebs oder verschiedene Krankheiten gibt Kräfte auch. Hinter den Unglaube in deiner Familie gibt eine Kraft. Hinter der Lästerung der Nachbar gibt eine Kraft. Hinter der Unglaube in Mannheim gibt eine Kraft. Hinter Homosexualität, der sich in dieser Nation oder in Mannheim bewegt, gibt eine Kraft. Hinter Armut in dieser Nation gibt eine Kraft. Hinter Reichtum gibt eine Kraft. Es gibt Kräfte, die da arbeiten. Aber wir sollen nicht vergessen, hinter der Gemeinde gibt eine mächtige Kraft, die Kraft Gottes. Und Gott hat uns als Kraft Gottes in der Nation eingesetzt, damit wir andere Kräfte brechen und dass wir die Bahn vollstrecken, dass wir die Tür öffnen, damit Menschen in unserer Stadtteil, in unserer Städte, in unseren Nationen, dass sie die Kraft Gottes sehen und erkennen. Ein Mann Gottes, der über Jahre, 20 Jahre Okkultismus war, sagte, als er in Okkultismus war, er wusste, es gibt nur die Kraft des Satans. Er kannte keine andere Kraft. Und für die Okkultisten, die erreichen einen Bereich, wo die denken, Satan ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Genauso wie bei dir, du bist im Glaube. Für dich, die einzige wahre Kraft ist Gott. Die einzige mächtige Kraft ist Gott. Aber wir haben die Lehre hier, wo wir auch wissen, Satan hat auch Macht und Kraft. Aber die, die in Jesus Christus sind, sind mächtiger als Satan, mächtiger als das Reich des Satan, denn wir sind mit Jesus auf den Thron Gottes versetzt. Okay? Und wenn wir auf den Thron sitzen, Satan liegt unter unseren Füßen. Amen. Wir haben die Kraft Gottes in uns, durch den Heiligen Geist. Er ist in uns verkörpert. Aber wir sollen nicht ignorieren, die Kraft des Satan wirkt noch in die Welt. Und diese Kraft ist nicht nur ausgerichtet, in die Welt zu wirken, sondern diese Kraft ist ausgerichtet, gegen jede Rebelle einzutreten. Und die Rebelle, die gegen Satan rebellieren, sind die Gemeinde. Nicht jede Gemeinde, die wahren Christen sind Rebelle. Jeder Christ, der noch mit seinem Leben spielt, Satan sagt, okay, du Dämon, hält ihn in diesen Zustand, wo er denkt, er ist tief mit her, aber lass ihn immer nachlässig zu sein, faul zu sein ins Gebet. Und wenn er in Gemeinde antritt, was macht er? Er nimmt alles, was Kraft entspricht. Was ist die Kraft in der Gemeinde? Welche Dinge sind die Kraft Gottes? Gebet, Fasten, Wort, Lobpreis, wahre Lobpreis. Es gibt Lobpreis in Gemeinde, aber wahre Lobpreis. Aber wenn der Feind in Gemeinde kommt, er hindert uns nicht zu beten, aber er bringt uns nicht zu beten, wie Gott es möchte. Er bringt uns zu beten gemäß unserem Fleisch, fleischliche Gebete. Er drosselt so das Gebet, dass wir kommen nach 10 Minuten Gebet, Gedanken fliegen nach weg, nach Nordwest, nach Richtung Ost. Die Gedanken kreisen um. Leute sind meistens abgelenkt während der Gebete. Und das andere, was er räumt, er führt die Gemeinde dazu, dass Leute, die sich bekehren, nicht im Wort Gottes involviert, nicht im Wort Gottes ernährt werden. Die kommen in der Gemeinde, die sind da, es gibt kaum Wortstudie, gibt kaum Lehre, gibt kaum Prediger und die haben keine Ernährung. Und wenn die nach Hause gehen, ich will nicht wissen, was die dort machen. Deswegen in der Apostelgeschichte, als die Leute sich bekehrten, die Dienste organisierten sich so, dass
die Lehre permanent und ständig in der Gemeinde waren. Paulus ermutigt auch, Timotheus zu belehren, alles, was er von ihm empfangen hat, und gibt das andere reife Leute, das weiter zu belehren. Die Lehre des Wortes. Wenn ein Bruder hier kommt und er bekehrt sich, die Schwester hat sich bekehrt, und die kommen in der Gemeinde, wir treffen uns vielleicht einmal pro Woche oder zweimal, und wenn wir uns am Dienstag treffen, wir beten, der betet, ah, mein Bruder ist krank. Ich baue gerade mein Haus, bete, dass ich schaffe. Ich brauche ein neues Auto und bete solche Gebete. 30 Minuten gehen wir nach Hause. Und dann kommen sie am Sonntag, es gibt Lobpreis, emotionale Worship und 15 Minuten Predigt. Will sie wachsen? Will sie wachsen? Nee. Wir sind gewachsen, weil wir in der Mitte von Leuten waren, die im Feuer waren. Wenn du hier in der Gemeinde kommst, du siehst ein Daniel im Feuer, ein Gabriel im Feuer, Tobi im Feuer, Daniela im Feuer, Lorena im Feuer, alle im Feuer. Was willst du machen? Willst du sagen, ich mache Urlaub? Nein, alle sind im Feuer hier. Birgit im Feuer, unsere Schwester Beruschka, alle im Feuer. Was willst du machen? Du rufst einen, hey, können wir mal ein bisschen spielen? Oder du möchtest über bestimmte weltliche Dinge, über Christine Aguilera, über Madonna reden, über dies reden. Ey, stopp, Schwester, ich habe keine Zeit. Ich muss mich um meine Sache kümmern. Ja, aber hast du gesehen heute, was Brad Pitt gemacht hat? Hast du gesehen, was neu im Kino gekommen ist? Hast du gesehen? Ah, Schwester, Beyoncé in Mannheim. Ja, ich habe 2 Tickets. Willst du mitgehen? Die Schwester, die nett ist, wir sagen, Schwester, weißt du, danke für dein Angebot. Ne? Wir werden schauen. Wir werden sehen. Um dich zu verletzen. Und dann nächste Mal komm wieder. Und dritte Mal stopp jetzt mal, Schwester. Ich habe bis jetzt nichts gesagt, aber lass mich dir mal sagen. Kannst du bei mir zu Hause kommen? Weißt du, ich bin in Jesus gestorben. Ich bin von der Wege der Welt gestorben. Alles, was du da siehst, Kino, überall, wo du gehst. Ich sage nicht, dass das du nicht tun sollst, aber lass dich vom Wort überzeugen. Ich habe nichts mehr mit Beyoncé zu tun. Ich habe nicht mehr mit Christine Aguilera zu tun. Ich habe nicht mehr mit Brad Pitt zu tun. Beyoncé, was, wenn die singen, für wen singen sie? Für Satan. Es gibt die Beweise. Wenn Jay-Z singt, für wen sind er? Satan. Denkst du, ich werde Gemeinschaft haben mit jemandem, der Satan Lobpreis singt? Einmal Kanye West kam in der Gemeinde. Ne? Ich habe Christen gesehen, wow, Halleluja, Kanye West. Ich habe gesagt, ich habe viele Christen haben geschrien, Kanye West, Halleluja. Er ist ein Mann Gottes, ein Diener. Ich sage, er ist ein Dämon. Leute haben mich als, ja, du übertreibst, er ist ein Mann Gottes, er hat über Jesus. Ich sage, nein, er ist ein Dämon. Und er kommt, um euch, ihr, solche Christen, zu verführen. Und ihr seid schon verführt. Und wenn ihr wollt, er wird die Hölle euch mitbringen. Er hat schon eure Füße in der Hölle. Ja, wie? Ich sage, okay. Schau mal, ein Mann, der im Fernsehen, in dem Publikum steht und sagt, meine Seele wurde verkauft an den Teufel und ich diene dem Teufel. Und er hat ein Bild gemacht, er hat das Kreuz umgedreht und steht Jesus. Na? Und er sagt, er hat sich bekehrt. Er kommt in eine Gemeinde, er singt laut, alle klatschen. Ja. Wisst ihr, wenn jemand Jesus in der Öffentlichkeit verleugnet und er bekehrt, das Erste, was er machen wird, er wird Jesus in der Öffentlichkeit wieder hoch erheben. War er bei CNN? War er bei ABC? War er in diesem Fernseher und gesagt hat, ich bete um Vergebung, ich habe Jesus Christus verachtet, ich habe Jesus verleugnet, aber jetzt habe ich mich bekehrt. Ab heute, ich tue keine Musik der Welt mehr. Ab heute, ihr werdet mich nicht mehr in Konzert sehen. Ich diene Jesus. Hat er das getan? Nein. Nein. Dann kam, ja, Justin Bieber ist ein Christ.
Justin Bieber ist einer der hochrangigen Satanisten in Nordamerika. Justin Bieber. Einer der hoch, er wurde bei der Hillsong sogar eingeladen. Der Pastor von Hillsong hat ihn, wow, und so weiter. Der Pastor von Hillsong ist ein Satanist. Ich habe Beweise. Es sind Satanisten. Und der andere, der heißt John Bevere oder irgendwie der Junge da. Er hat vor kurzem der Tiddy Jack eingeladen. Wisst ihr, was ich gemacht habe? So, die haben sich so gegrüßt. Ich habe so gesehen. Das ist der Tiddy Jack. Sag mir, mit wem du gehst. Ich werde dir sagen, wer du bist. Nicht, weil die große Gemeinde und viele Dinge tun. Unterscheidet. Die Wölfe sind in dem Herd eingetreten. Die sind da versteckt. Nur Blinde sehen das nicht. Nur fleischliche Christen sehen das nicht. Aber Christen, die offene Augen haben, die fliehen weg. Die rennen weg. Eine Schwester ruft mich an. Wir haben eine wunderbar große Gemeinde in London. Die sind so über tausende Leute. Die sagt mir, die Gemeinde versammelt gerade Millionen. Ja, wunderbar, Schwester. Was wollen die? Wollen die Waisenhäuser bauen oder so? Nein, die wollen das Tempel Salomon wieder bauen. Das Tempel Salomon. Ich sage, weißt du, was das ist? Ich sage, wow, die bauen Gott ein Haus, aber es wird genannt Tempel Salomon. Ich sage, Schwester, ich bin nicht dagegen, wenn man Gott ein Tempel baut. Aber zu nennen Tempel Salomon, das ist die Freimaurerei. Die Freimaurerei sind Anhänger von der Werke Salomon. Die Freimaurerei sehen Salomon als der größte Bauer. Die Freimaurer, wenn du hörst, eine Gemeinde baut der Tempel Salomon, flieh weg von dieser Gemeinde. Ich bin in Gemeinden getrennt, ich habe am Eingang und in dem Raum der Damenzeichen. Ne? Kennst du dieses Spiel? Schwarz, weiß, der Dame. Ja, Dame ist Freimaurerei. Wenn du in jeder Tempel von der Freimaurerei in Mannheim hier, in der Innenstadt, die haben manchmal Tag der offenen Tür, du wirst auf dem Boden, immer der Damen. Die haben Augen zu sehen, aber die sehen nichts. Alle diese Sänger, die für die Welt singen, in einer bestimmten Stufe, du musst deine Seele verkaufen. Du musst deine Seele verkaufen. Und diese Leute haben die Gemeinde infiltriert. In der Musikbranche. Es gibt Freimaurerei, wo Anwälte sind. Es gibt Branchen, wo die Armee hat ihre Branche. Das Musik hat ihre Branche. Die Gemeinde hat ihre Branche. Viele Prediger in den USA sind Freimaurer. Viele Prediger. Die meisten Prediger der evangelischen Gemeinde in Deutschland sind in der Freimaurerei. In Frankreich sind in der Freimaurerei. Ein Pastor, den ich gerne mache, er ist vor kurzem in der G12 eingetreten. Ich habe ihn gefahren. Der G12, Finger weg davon. Auch wenn es schön aussieht, der G12 ist die pyramidale Gemeinde, eine der pyramidalen Gemeinden. Kennt ihr der G12? Ich, der Pastor, ich habe meine 12 Jünger. Jeder Jünger hat einen 12 Jünger. Jeder in der Gemeinde muss. Du stehst unter 12, der andere steht unter 12, der andere steht unter 12. Es ist die Pyramide. Es ist die Vorbereitung der Ökumenie. Es ist die Vorbereitung der kommende Antichrist. Das hat in Südamerika angefangen. Aber die haben innerhalb von, es ist ein Prinzip, wenn wir das hier einsetzen, innerhalb von 5 Jahren werden wir über 1000 hier sein. Es funktioniert sehr gut. Die Gemeinde wächst sehr schnell. Alle Gemeinden, die der G12 angesetzt hat, sind durchgebrochen. Du brauchst nur die zu kontaktieren. Die kommen, die bauen alles, die geben dir Geld. Die geben dir Geld, die haben Geld. Du merkst das nicht, aber es ist die Vorbereitung der Antichrist, der G12. Ich habe ihn gewarnt. Jetzt bekommt er, in der Gateswelt, du bekommst Fascikel, so Dokumente. Du predigst nur, was in diesen Dokumenten sind.
ist es geistgeleitet. Dass ich hier in der Gemeinde euch sage, hier ist ein Buch, ihr dürft nur jeden Sonntag eine Predigt dort holen. Und man sagt, man dient Gott. Seid nicht naiv. Die Welt der Geistlichen ist nicht für naiv. Ob die Welt der Geistlichen von Satans Seite oder in der Satans Seite, die haben mehr Erkenntnis als wir. Mehr Erkenntnis als wir. Mein Volk, Jesus sagt, mein Volk geht zugrunde wegen meiner Erkenntnis. Alles ist uns im Wort Gottes gegeben. Alles. Alles ist uns gegeben. Die Wahrheit ist hier. Die Wahrheit, die vollkommene Wahrheit, was dich errettet, was dich aufbaut, was dich wiederherstellt, was dich stabilisiert, was dich nah an Gott bringt, ist hier. Die Wahrheit. Die Wahrheit, vollkommene Wahrheit. Es gibt keine Fehler in diesem Buch. Es gibt keine einzige Fehler. Wenn du finanzielle durchbrechen möchtest, hier. Wenn du beruflich durchbrechen möchtest, hier. Wenn du ehrlich durchbrechen möchtest, hier. Wenn du in deiner Kindererziehung durchbrechen möchtest, hier. Sag, Herr, ich weiß nicht, wie man Kinder erzieht. Zeig mir, er wird dir zeigen. Herr, ich weiß nicht, wie man eine Familie sich um seine Familie kümmert. Er wird dir zeigen. Sag, Herr, ich kenne mich nicht mit Ehe hier. Herr, Sexualität, hab keine Ahnung hier. Alles ist hier gegeben. Alles wurde uns gegeben, um durchzubrechen. Aber wenn wir anfangen, das zu vernachlässigen, wisst ihr, was sie machen? Unsere Seele sucht nach Alternative. Die Seele sucht sich immer und so schnell nach, weil die Seele kann nie so bleiben, ohne ernährt zu werden. Ab der Zeit, wo du öffnest die Bibel, es ist dir langweilig. Du möchtest beten, es ist dir langweilig. Geh in Fastenzeit. Such dir auch 100 Tage Fastenzeit. Ein Kind Gottes hat immer Freude, die Bibel zu öffnen. Freude, in der Gemeinschaft zu kommen. Freude, sich mit Geschwistern zu treffen. Freude. Ich bereue nicht. Ich habe viele Freunde, die sind in der Welt. Wenn wir uns treffen, wir reden über Politik, über alles. Aber in der Welt zurückzugehen, niemals, nie wieder, nicht. Mein Leben ist in der Gemeinde. Ist in der Mitte meiner Geschwister. Ihr seid meine Geschwister. Meine Familie liebe ich. Ich besuche meine Familie. Ich telefoniere meine Familie. Ich verbringe Zeit mit meiner Familie. Aber es gibt eine Zeit für alles. Ich setze auch meine Grenze. Ich weiß, wie weit ich gehen kann mit meiner Familie. Und wie weit nicht. Mit meinen Freunden auch. Wie weit ich gehen kann. Aber bei Jesus habe ich keine Grenze. Ich habe keine Grenze mit ihm. Ich bin hingegeben. Total. Absolut. Seid nicht naiv. Bete. Du hast Vollmacht bekommen. Und jeder Geist, der hinter jeder Situation in deiner Familie steht, bricht das. Proklamiert, deklariert. Manchmal, wenn ich bete, ich sage, Herr, ich bin vor dir jetzt. Mama, komm vor den Thron Gottes. Schwester, komm vor den Thron. Ich rufe die alle vor den Thron Gottes im Geist. Ich sage, jetzt im Namen Jesus Christus. Alles, was euch blockiert, empfängt Feuer. Empfängt Feuer. Empfängt Feuer. Im Namen Jesus, ich proklamiere, du, meine Schwester, die gerade in Okkultismus läuft, du wirst vor der Tod sein. Du wirst dich bekehren. Ich prophezeie, du, mein Bruder, der Jesus ablehnt, Gott wird dir irgendwann alles wegnehmen, damit du dich bekehrst. Ja. Etwas muss passieren. Auch wenn mein Bruder arm im Reich Gottes eintritt und für alles verliert. Halleluja, habe ich was erreicht. Wenn meine Schwester, meine Tante ohne ihre zwei Beine im Reich Gottes eintritt, ich habe was erreicht. Wir sind verrückte Gebete, aber ich möchte die Seele meiner Familie erretten sehen. Ich kenne meine Familie, ich weiß, wie tief die mit wo du Priester zu tun gehabt. Meine Tante, wenn du ein bisschen gehustet hättest, ich muss bei der wo du Priester schauen, warum du gehustet hast. Wenn der Fuß ein bisschen, ich muss schauen, warum der Fuß wehtut. Die ist mir zur Wahrsage gegangen. Ich habe ihr gesagt, du kannst mit allen Namen,
Aber sobald ihr meinen Namen dort sagt, das Feuer wird fallen, euch verbrennen. Ich meine nicht unsichtbare Feuer, aber sichtbare Feuer. Ich habe ihr gesagt am Telefon, Tante, schau mich in die Augen am Telefon. Ich bin bekehrt. Ich habe Jesus. Weißt du das? Ja, ich weiß. Okay. Weißt du, was Jesus Christ ist? Ja, der Sohn Gottes. Nein, das verbrennende Feuer. Wenn du wagst, sag deine Vodou-Priester. Ihr kennt alle Namen nennen. Aber ich sag euch, ich werde sogar alle Namen der Familie vor Gott bringen. Jeden Namen, den du prononzierst. Feuer kommen und verbrennen. Sag deinen Namen dort, aber bring keinen Namen dort mehr. Ist vorbei, diese Zeit. Warum? Ich sage, ein Priester ist in der Familie eingetreten. Und dieser Priester wandert nicht allein, sondern mit Jesus Christus. Ich sage, Schatz, Tante, ich liebe dich. Aber manchmal muss man in Rente gehen. Mit deinem Vodou-Priester, geh mal in Rente. Nimm mal in Rente. Dein ganzes Leben, Vodou-Priester. Alles nimm mal Rente. Lass mal die Vodou-Priester in Ruhe. Gib dein Leben Jesus Christus. Ah, du weißt, ist noch nicht meine Zeit. Ich sage, ja. Wenn du stirbst, ich werde nicht kommen. Nur wenn ich höre, du hast dich bekehrt und du stirbst, ich komme. Aber wenn du stirbst in dem Zustand, wo du bist, ich werde kein Penny ausgeben für deinen Sarg. Wie kannst du sowas sagen? Ja, ich sage das. Ich sage das. Und du hörst mir zu, richtig. Ja, dann haben wir nichts mehr Gemeinschaft. Ich sage, du hast es gesagt. Ja, die Leute müssen irgendwann mal konfrontiert werden mit ihrem schmutzigen Weg. Amen. Ich sage ihr das, um ihr zu sagen, du hast genug mit der Seele der Familie gespielt. Wisst ihr, was die machen? Die gehen zum Vodou-Priester und sagen, zeig mir mal die Zukunft von Shayo. Und zeig mir die Zukunft von meiner Tochter. Dann sagt der Vodou-Priester, nimm die Zukunft von Shayo, versend das in die Zukunft meiner Tochter. So ist oft in meiner Familie passiert. Eine meiner Tante hatte alles, um erfolgreich zu sein. Die war sehr hübsch. Sehr schön sehen. Geschäftsmänner, Generale der Armee, haben Auto vor der Tür geparkt, um nach ihrer Hand zu fahren. Und eine unserer Tante mit einer ihrer Tante sind zu einem Vodou-Priester gegangen, haben gesagt, ich will den Stern dieser Frau haben. Und als es passiert, meine Tante, die eine der schönsten Frauen, ich meine in Kamerun sogar. Nee, kein Witz, die war sehr hübsch, sehr schön aussehen. Ich kann manchmal übertreiben, Perfektion. Aber heute ist sie die Schatten von sich selbst. Eine Frau, die alles hatte, um erfolgreich zu sein. Heute, sie ist heute ungefähr 63. Nichts. Keine Kinder gehabt, keinen Mann gehabt, nichts. Mit 65 hat sie keinen Mensch. Könnt ihr euch vorstellen, jemand, der über 100 Männer kamen zu ihrem Vater, wir wollen deine Tochter heiraten. Die Männer gingen nie wieder. Ich habe vor 2 Jahren mit ihr geredet. Die hat sich bekehrt, die ist Evangelistin jetzt. Ich sage, Schatz, wie geht's dir? Ich rufe meine Tante immer, meine Schätze. Wie geht's dir? Gut. Ich bin froh, dass du in Jesus Christus bist. Seit ungefähr 5, 6 Jahren hat sich bekehrt. Vor 2 Jahren haben wir zum ersten Mal über Evangelium geredet. Ich sage, Tante, ich habe dich gesehen. Ich war noch klein. Wie wunderbar du aussiehst. Wie viel Geld du hattest. Erfolgreich. Wie bist du so gelandet, dass du am Ende deines Lebens in einem Einzimmerbude lebst, wo kein Strom da ist, wo nichts. Du wohntest in großen Hochhäusern, mit alles drin. Jetzt hast du nichts. Was ist passiert? Die sagt, meine Bestimmung wurde mir geklaut.
ich weiß wem. Ich sage, ja, ich weiß auch wem. Denn Leute haben angefangen zu reden in der Familie. Jeder hat erzählt, was passiert. Leute haben teilweise versteckt gebeichen. Die sagt, aber weißt du was? Ich bereue das alles nicht. Ich bereue nur, dass ich Jesus nicht in diese Zeit schon begegnet bin. Ich sage, das bricht mich das Herz, was du sagst. Ich habe gesehen, wie Reichtum vor deiner Tür immer gelagert hat. Alles hast du gehabt. Aber dass du das nicht bereut. Du bereut nur, dass du Jesus Christus nicht früh gekannt hast. Das ist das Wunderbarste, was ich heute hören kann. Und dann sagt sie, Mann Gottes, kannst du für mich beten? Ich sage, warum? Du bist doch Evangelistin. Ja, aber ich brauche dein Gebet. Ich fing an, für meine Tante zu beten. Ich bete. Ich taste es mal in Zunge, um zu schauen. Ich fange an zu beten. Ich höre, wer bist du? Warum stößt du uns hier in diese Körper? Ich sage, hä? Was ist da los? Eine Evangelistin, bekehrt seit über 6 Jahren. So was redet in ihr. Ich dürfte erkennen, die hat sich bekehrt. Die war in Gemeinden. Aber keiner hat jemals für sie gebetet, um alles auszutreiben, was die hatte. Die sagte mir, ich wollte mich da mal beschützen. Man hat mich bei Pygmä, kennt ihr Pygmä, ne? Diese kleinen Menschen gebracht. Die haben, Pygmä nehmen dich, die zündet Feuer, die legen einen Topf, die legen Wasser drin, du legst dich im Feuer, du kochst, die kochen dich. Ja, ich meine, ist kein Witz. Ich kenne eine Schwester in Frankreich, die war auch bei Pygmä, ne? Um sie zu heilen, man hat ein riesiges Feuer gekocht, ein riesiger Topf, man hat die drei, man hat nicht die Decke, du sitzt in dem Topf, Feuer, nicht kleine Feuer, riesige Feuer, du kochst. 3-4 Stunden lang. Man hat mich gekocht. Man hat mich gewaschen. Man hat mir gesagt, damit die bösen Dinge mich nicht mehr erreichen, ich muss mit Geistern verheiratet werden, die werden mich beschützen. Die sagen nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal. Ich war überall. Und ich habe mich bekehrt. Ich dachte, wenn man sich bekehrt, alles ist weg. Ich habe 3-4 Stunden für sie. Ich war im Südfrankreich, im Urlaub. 3 Stunden für die gebetet. Die sagte, das Haus war voller Gott. Die Nachbarn sind rausgekommen, weil die geschrien hat. Die haben gedacht, ey, ein Dämon in dieses Haus. Es war für sie ihre Befreiung. Es war ihre Befreiung. Das hat mir so gut getan. Und die sagt, die hatten Küste in dem Bauch, viele Dinge. Seit dieser Befreiung, nichts mehr. Sie hat ständig Blutfluss gehabt, alles gestoppt. Ihre Fuß, einmal pro Monat, war dick. Geschwommen, die könnte kaum während dieser Zeit der Monat nicht laufen. Puff, alles weg. Die sagt, eine Krankheit nach der anderen. Die sagt, es ist verrückt. Die sagt, wir sind in Gemeinde, wir lesen das Wort, aber wir wissen nicht, dass das Wort, wir glauben schon, es mächtig ist. Aber dadurch, dass wir das nie erlebt haben, unser Glaube ist Theorie. Die sagt, ich habe erkannt. Die ist zu ihrem Pastor gegangen, hat Pastor. Du musst dich mit meinem Neffe verbinden. Wir haben was von ihm zu lernen. Der Pastor, ja. Die hat alles getan. Der Pastor sagt, nee, wir haben schon genug hier. Aber die sagt, Pastor, ich bin hier 6 Jahre. Nur erst heute erlebe ich sowas mein Leben. Du kannst in der Gemeinde sein und sterben. Wenn du nicht umringt bist mit den richtigen Leuten, du kannst sterben. Du kannst in bekehrt sein und du stirbst, weil du nicht, die Erkenntnis der Weisheit, der Wahrheit hast. Herr, offenbart mir, dass ich nicht
im Mangel an Erkenntnis lebe. Zeig mir, Herr, gib mir die richtige Entscheidung meines Lebens zu treffen. Dass ich nicht eine Entscheidung treffe, die ich nach ein paar Jahren bereue werde. Der Geist Gottes ist dafür da. Der Geist Gottes ist da, um dir zu helfen. Um dich zu unterstützen. Die Bibel sagt, erkenne unsere Schwachheit. Er weiß, dass wir nicht wissen, wie wir beten sollen. Deswegen kommt er unsere Schwachheit zu Hilfe. Weißt du, was für Kraft du hast als Heiliger Geist? Der Heilige Geist ist nicht nur da, um in Zunge zu beten. Der Heilige Geist ist da, um dir die Augen zu öffnen, damit du in der Unsichtbare siehst. Der Heilige Geist ist da, um dir die Augen zu öffnen, damit du in der unsichtbaren Welt siehst. Warum sollen wir in der unsichtbaren Welt sehen? Und wie können wir mit in der unsichtbaren Welt sehen? Du kannst nicht mit in der unsichtbaren Welt sehen mit deinen eigenen Augen. Jemand muss dich in der unsichtbaren Welt führen. Jemand muss dich in der unsichtbaren Welt führen. Wir als Mensch, wir können nicht allein. Jemand, der schon in der Unsichtbare sieht und sich bewegt, wird dich dort führen. Deswegen in dem Okkultismus, du brauchst einen Führer. Du brauchst jemanden, der dich da einweilt, der dich dort bringt. Er muss dich initiieren. Aber im Glaube, du brauchst den Heiligen Geist. Beweg dich nie in der unsichtbaren Welt ohne den Heiligen Geist. Das ist Okkultismus. Das ist Hexerei. Beweg dich in der unsichtbaren Welt mit dem Heiligen Geist. Warum? Er wird dir die unsichtbaren Dinge, die gegen dein Leben geplant sind, zeigen. Er wird dir die unsichtbaren Dinge zeigen, was Gott für dein Leben geplant hat. Er wird dir die unsichtbaren Dinge zeigen, was Gott in der Stadt machen möchte. Er wird dir die unsichtbaren Widerstände deiner Dienste in der Stadt, in der Nation zeigen. Er wird dir zeigen, warum die Gemeinde sich nicht entfaltet, nicht durchbricht, weil bestimmte Begrenzung, Abkommen gemacht wurde. Wisst ihr, dass in dieser Stadt geistliche Abkommen gemacht wurden? Wisst ihr, dass in Deutschland geistliche Abkommen, deswegen ist die Gemeinde in Deutschland tot, denn geistliche Abkommen gemacht wurden, damit die Gemeinde in Deutschland sich nicht nach vorne bewegt, nicht geistig durchbricht. Und diese geistlichen Abkommen, wir haben Vollmacht, das zu brechen im Namen Jesus Christus. Viele Christen denken, wenn es mir gut geht, das reicht mir schon, aber du täuschst dich. Du täuschst dich. Wir nehmen ein Beispiel. Es geht der Bruder gut. Und er sagt, oh, es geht mir gut, den anderen interessiert mich nicht. Es ist eine Frage der Zeit. Wir sollen wachen, dass es allen im Reich Gottes gut geht. Und dann wird das Reich Gottes gut gehen. Es gibt Abkommen in dieser Stadt. Es gibt Abkommen in dieser Nation. Und deswegen, wenn die Gemeinde nicht tief bohrt, Fundamenten tief bohrt, wir werden nicht bestehen. Wenn die Gemeinde nicht geistliche steigt, wie die Adler, noch tief in der Gegenwart Gottes, wir werden nicht bestehen. Das sind geistliche Abkommen. Deswegen, solche Programme sind nicht zu vernachlässigen. Es sind wunderbare Programme, intensive Gebet. Ich mag intensive Gebet. Ich mag intensiv. Wir müssen tief bohren. Denn wenn ich hier bin, ich bete intensiv. Ich bereite den Boden, dass wenn der Bruder kommt und das Wort Gottes bringt, das Wort Gottes geht runter. Halleluja. Wenn du hier für Gebet bist, du musst den Boden tief bohren, dass wenn dein Bruder, deine Schwester kommt, um das Wort zu bringen, das Wort geht runter. Und wenn du noch kommst, um zu beten, du sollst den Himmel öffnen, damit jeder deiner Brüder durch den Himmel durchbricht. Der Gebetleiter ist der Himmel durchbrecher, der Bodenbohrer. Komm hier mit Tiefbohrer und bau den Boden, dass das Wort Fundamenten in dem Herzen, in dem Leben deiner Brüder und deiner Schwester. Komm nicht hier. Nein. Sag, steh auf, Bruder, steh auf, Schwester. Du hast diese Autorität zu sagen, hey, Bruder, Schwester, steh auf. Wir wollen beten. Denn wir werden keine Geschenke haben.
Nein, und wir geben auch keine Geschenke. Wir sind nicht hier, um Bonbons an den Satan zu verteilen. Dämonen kommen, ein Bonbon, Bonbon. Nein, wir sind nicht dafür hier. Wir sind hier zu sagen, öffne deinen Mund, ha, krieg Feuer. Oh, nee, krieg Feuer jetzt. Die müssen Feuer kriegen. Und das Leben meiner Schwester und meinem Bruder loslassen. Ich möchte meine Schwester gesund sehen. Ich möchte meinen Bruder gesund sehen. Ich möchte die Ehe gesund sehen. Ich möchte den Durchbruch. Ich möchte in alle Bereiche den Durchbruch sehen. Es ist unser Auftrag als Kinder Gottes. Deswegen, ob du willst oder nicht, in dieser Gemeinde, du wirst im Feuer sein. Und du wirst uns Feuer spucken auch. Das wollen wir sehen. Halleluja. Wir haben Lorena erlebt. Halleluja. Oder? Wir wollen mehr noch erleben. Noch mehr Lorena. Noch mehr Grace. Noch mehr Beruschka. Mehr alle. Wir wollen hier Frauen, die im Kraft sind, sehen. Und wir werden es erleben durch die Kraft Gottes. Amen. Deswegen geh nicht in der übernatürlichen Welt mit eigener Kraft. Geht mit der Kraft des Geistes. Erkennt den Weg. Erkennt, wie man zu Gott gelangt. Er weiß, wie man Gott bewegen kann. Wie man Gott berühren kann. Wie man Gott sprechen kann. Er weiß, wie man die Welt der Finsternis unter die Füße halten kann. Er weiß das. Er weiß das. Amen. Halleluja. Wollen wir abschließen? Oder nein? Halleluja, der Herr ist gut. Sag dein Nachbar, der Herr ist gut. Sag, du bist mein Wächter. Du bist meine Wächterin. Ich hab dich gerne in meiner Nähe. Ich liebe dich. Umarm ihn, sag, ich liebe dich. Ich liebe dich. Halleluja. Halleluja. Umarm drei Leute, drei Leute. Drei ist das Zeichen der Ziffer der Auferstehung. Wenn du drei umarmst, die werden alle auferstehen. Auferstehung, drei umarmen. Und mit der heiligen Kuss. Mit der heiligen Kuss. Du hast keinen heiligen Kuss, Roland, gegeben an deinen Bruder. Halleluja. Hey, danke, Jesus Christus. Ihr seid wunderbar. Ihr seid wunderbar. Wir sind wunderbar. Amen. Halleluja. 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 Danke, Jesus Christus. Wow, es ist so wunderbar, hier zu sein. Man hat keine Lust, nach Hause zu gehen. Aber wir müssen auch von den Bergen runter. Ne? Abraham ist nicht... Abraham musste untergehen. Er hat seine Diener untergelassen. Seine Frau war auch im Haus. Er musste zurück. Ja? Nach der Anbetung muss er runtergehen. Amen. Aber er hat viele Schätze mit nach Hause gebracht von Gott. Deswegen bringen wir viele Schätze nach Hause. Amen. Ich möchte, dass du deine Stimme erhebst und sagst, Herr, ich danke dir für alles, was du mir heute gegeben hast. Herr, ich bin berufen, im Geist, in der natürlichen und übernatürlichen, alle Geister, alle Abkommen, die gemacht wurden, zu brechen. Wir als Gemeinde, wir entscheiden uns, alle Abkommen, geistliche Abkommen in Deutschland, die hindern, dass Menschen sich bekehren, die blockieren den Durchbruch in der Gemeinde. Vater, wir zerstören diese Abkommen im Namen Jesus Christus. Vater, wir proklamieren, dass jede Abkommen in unserer Familie, jede Abkommen in der Gemeinde, jede Abkommen in dieser Nation, was die Entwicklung der Ehe blockiert. Es gibt Abkommen, die dazu sind, Homosexualität in diese Nation der Nationen zu bringen. Es gibt Abkommen, die dazu sind, um unsere Kinder auf falsche Wege zu bringen, damit die sich ihre Identität verändern. Es gibt Abkommen, die dazu führen, dass Menschen nicht mehr heiraten. Es gibt Abkommen, die dazu führen, dass Menschen Alkoholismus, Drogenabkommen, geistliche Abkommen, die dazu führen, dass mehr Drogen in diese Nationen. Es gibt Abkommen, die dazu führen, dass Menschen früh sterben. Es gibt Abkommen. Halleluja. Halleluja. Bete, 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 bete. Sag, ich breche jede Abkommen in meiner Familie. Ich zerstöre jede Abkommen in meiner Familie. Jede Abkommen, was mein Leben blockiert. Jede Abkommen, was meine berufliche blockiert. Jede Abkommen.
Jede Abkomme, im Namen Jesus, zerstöre die Abkomme, Monitor, zerstöre die Abkomme, zerstöre die Abkomme, zerstöre die Abkomme, zerstöre die Abkomme, im Namen Jesus, sag Herr, die Abkommen dieser Nation soll dazu führen, dass die Gemeinde durchbricht, wir lehnen ab und wir proklamieren Errettung unserer Familie, wir proklamieren Errettung dieser Nation. Fäng an, der Herr zu danken, dass die Abkommen gebrochen sind, dass die Blockade gebrochen sind. Fäng an, der Herr zu danken für deine Schwester, für deinen Bruder, für deine Mutter, für deinen Vater. Alle proklamiert, dass sie sich bekehren. Die Abkommen sind zerstört. Die Abkommen sind zerstört. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Du bist mein Erlöser. Und mein Erlöser lebt. Und er ist für mich aufgestanden. Er ist für meine Familie. Er ist für meinen Beruf. Er ist für meinen Dienst. Mein Erlöser lebt. Halleluja. Wir danken dir, dass die Abkommen zerstört sind. Wir danken dir, dass wir als Gemeinde durchbrechen. Wir danken dir, dass wir als Familie durchbrechen. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Wir lesen ein Vers und dann verabschieden wir uns. Psalm 60, Vers 14. Was ist los? Ah, ja, ja, Amen. Psalm 60, 14. Gemeinsam. 3, 2, 1. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen. Und er wird unsere Feinde zertreten. Nochmal. Mit Gott werden wir Gewaltiges vollbringen. Und er wird unsere Feinde. Nochmal. Mit Gott werden wir Gewaltiges in Deutschland, in Europa, in Afrika, überall vollbringen. Und er wird zertreten. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Ja, wir segnen diesen Tag. Wir segnen alles, was gemacht wird, zu Hause, unterwegs, die Einkäufer, Vater, bewahrt uns, lass deine Engel mit uns sein, Herr. Wir wollen einfach an den Tag auch etwas genießen, Vater, uns freuen mit unserer Familie, Vater, gesegnet sei der Gottesdienst von morgen, Vater. Wir beten für den Gottesdienst, lass Menschen von zu Hause, Halleluja, sich Richtung der Gemeinde bewegen, öffne die Tür der Gottesdienst morgen, Vater. Wir wollen gemeinsam mit dir was erleben am Ende unserer Fastenzeit, in Namen, wir wollen uns gemeinsam freuen, mit den Kindern, mit den Familien, Vater, im Namen Jesus, dass dein Name immer weiter und weiter verherrlicht wird. Vater, wir danken dir dafür, im Namen Jesus Christus. Vater, wir legen das nächste Seminar in deine Hände, dass wir viel von dir lernen werden, viel von dir erleben werden. Wir beten, dass, Halleluja, deine mächtige Hand die Kranken heilt, die Gelähmte befreit, die Besessene befreit, Vater, im Namen Jesus. Wir wollen, Vater, aufgebaut werden von deiner mächtigen Kraft. Wir danken dir für alles. Wir segnen deinen Namen. Wir preisen dich, Herr. Dir allein gebührt die Ehre. Im Namen Jesus. Amen. Der Herr segne euch mächtig.
how great a promise you have made.